Ein ideal glatter Stab mit der Eigengewichtskraft G soll in einen Schlitz mit der Breite B gesteckt werden, sodass sich der dargestellte Kontakt in A und B ergibt. Welche Länge L muss der Stab haben, damit er sich unter dem Winkel Alpha im Gleichgewicht befindet? Ich habe die Kräfte, die dabei auftreten, schon einmal vorbereitet und das Koordinatensystem eingezeichnet. Wir wollen links drehende Momente wieder positiv betrachten. Und die beiden Kräfte A und B liegen so, weil eben der Beschreibung nach dieser Stab ideal glatt ist. Das heißt, es treten keine Reibungskräfte auf. Und mit diesen beiden Kräften als Reaktionskräfte muss er sich jetzt ausbalancieren. Dann wollen wir einmal die Kräftebilanzen aufstellen. Summe der Kräfte in x-Richtung ist gleich 0, ist gleich. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir mit den Winkeln nicht durcheinander kommen. Wir haben hier jetzt die x-Komponente von FA positiv wirkend. Und ich zeichne hier nochmal kurz den Winkel ein, denn Alpha kann man hier an dieser Stelle auch nochmal wiederfinden. Und das heißt also, das ist dann FA mal Sinus Alpha. Und dann haben wir FB, der liegt direkt horizontal, minus FB in Y-Richtung. Summe FY ist gleich 0, ist gleich FA mal Cosinus Alpha minus G. So, diese beiden, die können wir jetzt umstellen. Und zwar aus dieser Gleichung folgt, FA ist gleich G durch Cosinus Alpha. Und für FB bedeutet das, FB ist gleich G durch Cosinus Alpha mal Sinus Alpha. Wobei man das dann noch anders schreiben kann, denn das wird zu G mal Tangens Alpha. Die Momentenbilanz ist hier so ein bisschen knifflig, denn man muss sich über die Abstände erstmal im Klaren werden. Wir haben einmal, wenn wir jetzt um Punkt A drehen wollen, den Hebelarm für die Kraft G. Und das heißt, wir können uns einmal diesen Abschnitt hier angucken. Der ist nämlich L halbe minus B durch Cosinus Alpha. Das ist aber nicht der Hebelarm für G, sondern der Hebelarm für G ist jetzt noch das Ganze mal Cosinus Alpha. Das heißt, wenn wir jetzt die Momentenbilanz aufstellen, Summe der Momente um Punkt A ist gleich 0, ist gleich linksdrehend G positiv, G mal L halbe minus B durch Cosinus Alpha mal Cosinus Alpha. Und für B ist das dieser Hebelarm hier. Und der ist B durch Cosinus Alpha mal Sinus Alpha, beziehungsweise B mal Tangens Alpha. Das heißt, wir haben jetzt hier das Moment aus FB, rechtsdrehend negativ minus FB mal B mal Tangens Alpha. Für FB können wir auch gleich G mal Tangens Alpha einsetzen. Das heißt, wenn wir das jetzt mal auf die andere Seite nehmen, G mal L halbe minus B durch Cosinus Alpha mal Cosinus Alpha ist gleich G mal Tangens Alpha zum Quadrat mal B. Das Schöne ist, wir können jetzt G hier rausstreichen und dann bleibt hier stehen L mal Cosinus Alpha, das ist kein schönes Alpha,
Alpha geteilt durch 2 minus b ist gleich Tangens Alpha zum Quadrat mal b. So, dann bleibt also hier dann übrig. Ich stelle sowas immer gerne Schritt für Schritt um, damit ich nicht noch irgendwo einen Fehler einbaue. L mal Cosinus Alpha halbe ist gleich b mal Tangens Alpha zum Quadrat plus 1. Und das kann ich jetzt in einem Schritt machen. Hier die 2 kommen drüber auf die andere Seite und dann wird das Ganze durch Cosinus Alpha geteilt. Das heißt, L ist gleich 2 mal b mal Tangens Quadrat Alpha plus 1 geteilt durch Cosinus Alpha. So, das heißt, damit ist die Länge des Stabes berechnet und die Aufgabe ist gelöst.